Liebe Zuschauer, und jetzt geht es wieder rund. Hier ist das Jugendfernsehen mit seiner Sendung Ob Frühling, Sommer, Herbst oder Winter, Rund ist immer für euch da. Wir haben Beat, wir haben Schlager, wir haben Lieder. Ja, das ist alles gar nicht so ernst gemeint. Sind wir es, FDJ, trinken wir auch mal ein Bier. Wir wünschen gutes Gelingen. Traumzeit, Traumzeit angesagt. Freundschaft. Freundschaft. Halt mich jetzt nicht eben, fühl ich mein Leben. Halt mich jetzt nicht, niemand hält mich. Ich bin verrückt, was so viel weiß ich noch. Damit einen recht schönen guten Tag. Wir alle sehen uns ja morgen wieder um 9 Uhr bei der Kampfdemonstration. Zwei FDJ-Sekretäre ergeben einmal Susi Quattro. Ich habe ja auch Logik, nichts am Hund. Wie ich auch immer Freund von meinem Hund, gehört gestern bereich im Mond. Was wussten wir denn schon groß vom real existierenden Sozialismus? So wolle Fieden, wie Quattere Lemba. Und für mich, das war ein Abenteuer. Wir waren sicher oft eingeplant. Aber wenn sie überhaupt keinen hatten, haben sie uns dann wiedergeholt. Hab euch die Träume geschenkt. Rund war schon manchmal ziemlich peinlich. Ich bin frei, ich hab nur nie gehört. Sie brachte uns die DDR-Rockmusik. Es war unsere Jugend. Sendung Rund dabei zu sein, das war ein Kompliment für uns. Wie so ein kleiner Kessel Buntes. Aus Budapest herzlich willkommen, Susa Kon. Wenn dir etwas nicht gelingt, mein Freund, versuch's nochmal. Wenn dir einer Unrecht tut, sag nicht, es ist egal. Ich weiß zum Wald, dass dir uns nur ein paar gute Worte fehlen. Du weißt, es heißt, man sollte nie zerbrochene Scherben zählen. Das war für mich, wie man sagt, eine sehr interessante und sehr nützliche Zeit. Also ein anderes Land, ein anderes Volk, eine andere Sprache kennenzulernen, auch durch Fernsehsendungen, das ist doch ein Abenteuer. Das erste Mal in ein Studio kamst du mir entgegen. Du warst mein Superstar. Ich habe dich geliebt. Saradlek. Damals war ich 21 Jahre alt und du warst die große Zsuzsa Kon. Und da hat der Redakteur, der mich damals gecastet hat, gesagt, sag doch mal Zsuzsa Kon an. Und weißt du, was du getan hast? Du hast gesagt, Bodo, sprich einfach Ungarisch. Du sagst mich Ungarisch an. Weil ich kein Deutsch spreche, ne? Na, doch. Und dann hast du zu mir gesagt, sag einfach, Hoc desig id neged nalum. Und damit sagen wir, Jonathan Kivanok und Kevi Chogolom, Zsuzsa Kon. Come on.
du hast eigentlich das ermöglicht, dass ich damals moderieren durfte, denn wir kamen beide auf die Bühne. Oh ja. Ja. Aha. Und dann habe ich dich so in den Arm, darf ich? Ja, bitte. Dann habe ich dich so in den Arm genommen und habe gesagt, Juja, hoch desig in der Gnalung. Ja. Juja Kons war die Madonna, Kylie Minogue. Juja Kons war der Superstar für uns und alle Jungs mochten natürlich Juja. Und dann kam sie und als sie vor mir stand, bin ich erstarrt. Und alle waren auch neidisch, weil ich habe sie heute noch mitgebracht, weil ich wusste, Juja kommt heute und meine erste Langspielplatte, meine erste LP von dieser Frau, 1971, kaum zu glauben, sie sieht heute aus wie damals, Juja Kons. Ja, das ist so lieb. Und heute werde ich auf diese Platte garantiert ein Autogramm bekommen von dir, ja, oder? Lange musste ich darauf warten. Freundschaftliche Begegnungen, also jetzt nicht rein künstlerisch, aber freundschaftliche Begegnungen waren schon, es war eigentlich sehr angenehm, Juja Kons zum Beispiel, weil mein damaliger Mann war ja Ungar und dadurch konnte ich auch ein bisschen Ungarisch. Sogenannte internationale Westkünstler waren auch nur nationale Künstler und keine internationalen Stars, wurden aber oft in der DDR als internationale Stars präsentiert. Ich war beim Goldenen Rathausmann in Dresden und habe dort den Förderpreis der FDJ gewonnen. Und die FDJ stand ja hinter dieser Sendung. Ja, und plötzlich kam das Telegramm, dass ich in Rund bin. Adrenalin pur, also ich war so aufgeregt. Also wie bei allen Dingen, die man das erste Mal tut. Und was ganz schlimm war, ich hatte ich musste von einer riesen Anhöhe riesengroße Stufen runtersteigen. Ich glaube, die waren zwischen 40 und 50 Zentimeter. Und ich dachte nur, hoffentlich geht alles gut, hoffentlich fliegst du jetzt hier nicht die Stufen runter. Mit dieser Sendung ging alles los. Viele sprachen mich dann hinterher an und haben zu mir gesagt, du hast aber eine tolle schwarze Lederjacke angehabt. Ich sage, Leute, das war keine Lederjacke, das war eine Windjacke. Die hatten gedacht, ich bin aus England. Weil ich diesen englischen Titel habe mich gefragt, wer ich bin. Und weil ich, das war ja der erste Fernsehsender und die kannten mich ja nicht. Und da habe ich dann in meinem Dialekt gesagt, na, ich bin aus Leipzig. Man hat ja auf Staatskosten studiert. Und dann sagte man mir auch, also darf man ja auch nicht nebenbei schon Geld verdienen. Aber ich habe dann den Vertrag mitgenommen damals.
vom Fernsehen und habe den vorgelegt und dann haben sie ja die Summe gesehen und haben dann gesagt, na, dann ist es okay. Stargast war die Kelly Marie. So freue ich mich jetzt auf eine Frau, die es geschafft hat, im letzten Jahr zur Nummer 1 in der Rockszene in Europa zu werden. Ich kann nur sagen, es ist eine Frau, die in der Rockmusik die Hosen anhat. Hier in Bautzen, Gianna Nannini. Man hat sich auf, in erster Linie auf diese musikalischen Geschichten gefreut, die in der Sendung mit waren. Und wie gesagt, die Themen waren ja auch nicht nur politische Themen, sondern was da immer auch Tipps waren. Wer rundum immer tipptopp angezogen sein will, der wende sich an Rita. Denn Rita gibt Ratschläge, Ideen, Tipps und Anregungen für selbstgemachte Mode. Gleich meine erste Frage. Wen wollt ihr denn nun anziehen mit eurer Modeboutique, Rita? In erster Linie uns selbst und dann vorrangig die Jugendlichen unserer Republik. Wir möchten Empfehlungen geben, was modern ist und vor allen Dingen jedem Einzelnen helfen, seinen Typ zu finden und nicht unbedingt tagtäglich in Jeans zu gehen. Ob an der Küste, ob in den Bergen, ob in überall hat rund die Kameras aufgeschlagen. Wir fuhren also wie ein Wanderzirkus durch die Republik und haben dort gesendet und haben uns vorher natürlich in den Bezirken mit den Bezirksleitungen der FDJ getroffen. Die Bezirksleitung der FDJ waren praktisch die Gastgeber. Liebe Freunde, wir kommen nun zum Höhepunkt unserer heutigen Rundsendung vom 5. Festival der Freundschaft zwischen der Jugend der UdSSR und der DDR und begrüßen auf der Rundbühne die ersten Sekretäre des Komsomol und der Freien Deutschen Jugend, die Genossen Pastuchow und Egon Krenz. Und dann gab es da eine Abstimmung und dann wurde gesagt, also wir hätten gerne in unserer Sendung, das war dann Ihre Sendung, in unserer Sendung hätten wir gerne den Jugendbrigadier Axel Müller, der über das und das erzählt, oder den verdienten Agrarwissenschaftler, der das und das sagt. Und was er darauf sieht, das sind 2 von 40.000 Erzeugnissen aus Glas. Sie reichen vom Thermometer bis hin zu Glasrohrleitungen, die hier im Bezirk Suhl hergestellt werden. Die Glaswerke im Thüringischen schafften zum Republiksjubiläum ein fast 3-Tage-Plan plus. Eine glänzende Sache, die glasharte Anforderungen an jeden stellte. Gestritten haben wir in erster Linie über die Machart einzelner Beiträge. Also wie kann man die unterhaltsamer machen, wie kann man die entertainiger machen, wie kann man sie fluffiger machen, schönere Musik, Musikmontagen. Wir haben ja dann zum Beispiel auch kreiert,
Wunderbares Wort. Umgesetzte Musiktitel. Umgesetzter Musiktitel, ein Videoclip. Er sprach von Liebe. Dabei waren sie noch nicht mal 15 Jahre. Jugendliebe bringt den Tag, wo man beginnt. Regie studieren, da bin ich zur Rundtruppe, also zum Jugendfernsehen gekommen. Und das fand ich sehr toll für mich, weil Entertainment, Unterhaltung, sowas wollte ich machen. Und da ging es gleich los mit den besten und größten Bands aus der DDR. Mein Name ist nun mal die Straße. Ich steck in alles meine Nase. Alles ringsumher, kenn ich und noch mehr. In meine Vase. Aber auch die internationalen Stars, die natürlich immer in den Rundsendungen mit vertreten waren. Precious Wilson, Eruption, da war ich, Regieassistent. Es ist oft passiert, dass also die Interpreten erst in der Rundsendung waren und bei uns heftig gefeiert wurden. Und dann sah man sie eine Woche später irgendwo im Musikladen oder im Kessel Bundes bei uns oder so. Ne? Zum Beispiel Racy war so die Band, die wir zuerst hatten. Das ist eine schöne Begegnung mit der Saragossa-Band. Das waren ganz lockere Typen. Und ich bekam mit, dass der eine von der Saragossa-Band ein Filmstudent ist, der in der Band nur so nebenbei mitspielte. Wir haben da im Hotel gesessen und die Hallen war Schloss irgendwann und dann zogen wir irgendwo aufs Zimmer und nahmen noch eine Flasche Wein mit und haben weitergequatscht und ja, und das muss am nächsten Tag jemand erfahren haben und dann gab es großen Ärger. Diszi, ein Verweis. Das hätte den Studienplatz kosten können, weil das ist natürlich so ein Verweis in der Kaderakte. Der macht richtig Ärger. Wir wollten die Schriften, die wir immer eingeblendet haben zu den Bands, die wollten wir auf besondere Weise produzieren. Und das hatten wir im Westfernsehen gesehen. Die trudelten immer so schön, die drehten und überschlugen sich und so weiter. Das wollten wir auch, aber diese Computer gab es bei uns nicht. Also mussten wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Und da haben wir es so gemacht, da gab es einen Special Effects Mann, der hat sich schwarz eingekleidet. Und dieser schwarze Mann ist durch das schwarze Studio mit der schwarzen Pappe und hat die gedreht. Und das haben wir dann später auf das Live-Bild geblendet. Dann
gab es natürlich überall Gerede, wie haben die das gemacht? Das wollen wir auch haben. Das wollen wir für den Kessel Buntes haben, für andere Unterhaltungssendungen. Wie haben die das gemacht? Naja, haben wir natürlich erstmal nicht verraten. Wa? Das war also unsere Eigenständigkeit, unsere Marke in der Rundsendung. Und zum Treffpunkt Litfaßsäule. An dieser Litfaßsäule werden wir uns in den nächsten Sendungen immer treffen, denn hier wollen wir etwas erfahren über die Geschichte unseres Landes, die ja eng verbunden ist mit der Geschichte unseres Jugendverbandes. Dass die Information natürlich gefärbt ist in die Richtung derer, die sie verantworten und in die Richtung der Mächtigen, das ist nichts Neues, das passiert heute genauso. Insgesamt 532 Stallplätze will die Jugend des Kreises Anklam in diesem Jahr in der FDJ-Initiative Tierproduktion rekonstruieren. Ja, und Rekordverdächtiges kommt auch aus der LPG Pflanzenproduktion Altwigshagen. Dort nämlich wurden 75% der geplanten Heumenge bereits vom ersten Schnitt des Grünlandes eingebracht. Ja, das waren sicher also so Auflagen, die die Redaktion bekam, dass natürlich der große Chef der FDJ öfter mal präsent sein musste. Das ist ja klar. Ne? Wir freuen uns, dass wir heute einen ganz lieben Gast begrüßen können, den Kandidaten des ZK der SED und Sekretär im Zentralrat der Freien Deutschen Jugend, Hartmut König. Guten Tag. Das ist auch normal, da haben wir gar nicht mehr gezuckt. Ja, war eben so. Wir sind sicher, dass von hier neue Impulse für die Verwirklichung einer Aufgabe ausgehen werden, die wir uns auf der Kulturkonferenz der FDJ in Leipzig so nachdrücklich gestellt haben, nämlich überall für mehr und niveauvolleren Jugendtanz zu sorgen. Wenn dein Freund urplötzlich meint, mit uns zweien, das kann doch wohl noch nicht alles sein. Und du siehst, was er sagt, ganz und gar nicht ein. Lass ihn doch gehen, er wird schon sehen. Hand in den Hand mehr, da kriegt kein Hand mehr. Wenn auch ein Traum zusammenbricht. Eines der ersten Videos, die Silly gemacht hat, den Liebeswalzer, den haben wir mit Leuten aus der Rundtruppe produziert. Tamara Danz hatte dieses Szenenbild im Theater gesehen und da wollte sie den Titel drin drehen, in der Volksbühne in Berlin. Spiel mir das Lied immer wieder. Was auch geschieht, Titelumsetzung war für uns das Allerwichtigste, für uns Regisseure, wichtiger als das Gespräch mit dem FDJ-Funktionär. Guten Tag, grüße Sie, Nachbarin. Kommen Sie doch den Moment schnell mal rein. Haben Sie diesen Klatsch schon gehört? Es ist unglaublich, ich bin empört. Was man sich spannend sagt. Ich hab im Hausflur die Schmidt gefragt. Schwarzhaft und neugierig wären wir. Hockten den ganzen Tag an der Tür. Hätten vom Schmuden an Gästen kochen. Und unser Mundwerk wär in der Fahrt. Da packen die Späden, was würde da geschehen? Wir hatten auf alles, sonst kann dir nichts entgehen. Wir sorgen für Ordnung und Sauberkeit im Haus. Und gibt es was Neues, das kriegen wir ganz schnell heraus. Es war eine richtig schöne Sendung, die damals sehr wichtig war. Sie brachte uns Interpreten aus dem Westen, die wir auch natürlich sonst nur auf den anderen Sendern gesehen hätten, aber die kamen hierher und haben für uns auch Musik gemacht. That's zero.
is too low to see. Zu einer Gruppe, die für Qualität wirkt in der Popmusik und das schon über Jahre hinweg. Sie sind sehr experimentierfreudig, die Sterne aus Meißen. Also was soll aus mir werden, ist nicht alles schon getan? Hierzulande, hier auf Erden, was fang ich noch Großes an? Wir waren ja bis zu diesem Zeitpunkt damals so eine, ja, eine richtige Art Rockband, die große, große rocksymphonische Werke gemacht hat. Was entdeckten die Entdecker und die Erde ist lang schon rund? Also was und wo ist meine Bahn in dem großen Weltenplan? Der Geschmack des Publikums hatte sich dann irgendwie doch erheblich verändert. Es war nicht mehr so wie das Jahrzehnt vorher. 82 haben wir dann eine Zäsur gemacht, wollten dann nochmal nachdenken, wie geht's weiter, was machen wir jetzt? Und da kam dann die Idee, dass man, sagen wir mal, künstlerisch einen leichten Schwenk macht, etwas poppischer die Sache angeht und vielleicht etwas zeitgemäßer. Was muss ich tun, dass ich bestehe? Bis zum harten Zeitgericht, vor dem letzten bitteren Zug. Jedenfalls haben wir dann einen jungen Sänger gesucht und habe dann eine ganz verrückte Band gesehen in so einem kleinen Club, wo ein noch verrückterer Sänger gesungen hat. Das hat mich dann wirklich begeistert und fasziniert, der sogar den Mut hatte, verschärfte Texte zu singen und bei diesen Texten auf visuelle Dinge dann nicht verzichtet hatte, indem er dann auch ein neues Deutschland angepackt hat und zerrissen hat. Auf der Bühne, in der Öffentlichkeit. Leg dich dort in die Oper rein, will zur Kunstausstellung gehen. Wenn es schlecht ist, ich weiß nicht recht, oder bleiben wir lieber doch. Und die dreht das mal am Grundlast und die Kugel fällt ins Loch. Eine erste TV-Show mit Stern Meißen als neuer Sänger. Das war in Potsdam auf dem Domplatz. Ich hatte noch Wochen davor vor meiner ersten Show bei Rund irgendwie, habe ich noch in Kirchen gespielt, weil ich zu der Zeit, also bevor ich bei Stern Meißen war und sowas, ja offiziell gar nicht spielen durfte. Und also dieser Brückenschlag von den Konzerten in den Kirchen, dann in die FDJ-Sendung, das war schon komisch. Es war ja auch immer ein bisschen wie Klassentreffen. Also man hat sich gefreut, wenn man wusste, dass befreundete Bands dann auch zum Beispiel bei Rund waren, weil man wusste, man hat 3 Tage Zeit. Also man kann dann wirklich auch in der Hotelbar bis früh um 5 Uhr sacken. Also am Sonnabendnachmittag konnte es dann schon passieren, dass einige Leute ziemlich schlecht aussahen und die Maske ganz schön zu tun hatte. Und dann war Rund auch mein erstes Mal als Solokünstler, also als IC. Jemand kam dann auf die Idee bei der Kameraprobe, ich sollte mit dem Motorrad halt zu meinem Auftritt in das Studio fahren und bin halt mit dem Vorderrad hochgekommen und bin mit dem Hinterrad auf so einem Beleuchterkabel, so einem dicken Beleuchterkabel ausgerutscht, bin mit der Maschine umgefallen.
Den Lenker von dem Motorrad, den habe ich, ich sag mal, an wirklich ungünstige Stelle gekriegt. Also ich wachte dann irgendwann auf im Krankenhaus, zwei Schwestern um mich gebeugt, die haben gesagt, was ist denn so mit der Familienplanung? Ich sage, naja, wir sind gerade dabei, da hast du noch mal Glück gehabt. So. Dass ich da wirklich mit einem riesigen Hämatom in der Hose da gestanden habe, ist Prinz Motorik, glaube ich, schon unter dem Aspekt lustig. Die Sachen, die ich damals anhatte, hatte ein ziemlich wirklich cooler Designer in Berlin, ein junger Typ, so aus der Punk-Szene, der hat mir das Zeug gemacht. Und das war schon teilweise so, dass gesagt wurde, eigentlich geht das nicht, weil die Sachen gibt es ja bei uns nicht zu kaufen. Und viele dachten ja, dass das Zeug aus dem Westen ist oder so. Aber da ich weder in den Westen reisen durfte, noch eine Oma im Westen hatte, ging das ja gar nicht. Komm, ich nehm dich in die Arme. Es gab schon Songs, die wir gerne gemacht hätten, die wir dann nicht machen konnten. Es gab ja einen Song von Stern, den ich getextet hatte, da ging es um Suizid, also Ich bin frei, ist der Song. Da haben wir ein Video gemacht, das Ding wurde nur einmal ausgestrahlt. Also weil logischerweise in der DDR alle glücklich waren und sich niemand umgebracht hat. Also das heißt, Suizid gab es in der DDR nicht. Ich habe dich geliebt, wie niemanden vorher. Ich hab dich so gebraucht, nur dich. Ich bin frei, doch was ist nun mein Ziel? Ich bin frei, wenn ohne dich nicht viel. Ich bin frei, ich hab nur dir gehört. Ich bin frei, so viele mir zerstört. Die Band Sternmeisen mit dem Sänger IC hatte riesigen Erfolg. Und diese Solo-Geschichte von IC, die hat eher dieses Standing noch beflügelt. Also es hat sich letztendlich positiv ausgewirkt. Hallo liebe Zuschauer, liebe Freunde, bei strahlendem Sonnenschein melden wir uns direkt aus Potsdam vom Friedenstreffen der Jugend der sozialistischen Länder. Wir waren ja nicht darauf aus, eine Musiksendung zu machen, sondern wir waren eine politische Sendung. Und dazu stehen wir auch, oder stehe ich auch. Ja? Und diese Selbstzensur, die funktionierte, die war im Kopf. Und auch hier auf dem alten Markt in Potsdam, der übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg in Schutt und Asche lag, bekräftigen wir unseren Entschluss, weg mit dem NATO-Raketenbeschluss. Wir hatten Situationen im Jugendfernsehen, da war die Rundsendung eigentlich nur noch politische Agitation. Ich glaube, es gibt auch viele, ich weiß es gar nicht, aber in meiner Erinnerung gibt es auch Rundsendungen, in denen internationale Künstler nicht mehr vertreten waren, sondern mehr Agitationsmusik gemacht wurde. Reißen wir uns aus der Ruhe und bewahren den Frieden auf. Reißen wir uns aus der Ruhe und bewahren den Frieden auf.
Wir fanden ja die Aufrüstung durch die Pershing-Raketen und den NATO-Doppelraketenbeschluss, genau, der gab eigentlich ja doch wieder so einen Push für uns, weil wir dachten, auf der richtigen Seite zu stehen. In den nächsten Stunden werden an dieser Wand noch zehntausende Unterschriften dazukommen. Auch ich habe meine Unterschrift gegeben, alles zu tun für die Verwirklichung der sowjetischen Friedensvorschläge gegen die Stationierung der NATO-Waffen. Das interessierte natürlich die Jugend. Das war ja ihre Welt, die da plötzlich in Gefahr geraten ist. Meine, damals hätte ich nicht gesagt, durch Ost und West. Aber der Kalte Krieg hat natürlich in der damaligen Zeit eine große Rolle gespielt. Ich freue mich, dass eine Gruppe auch dabei sein wird, die wir euch jetzt schon hier bei uns in Magdeburg im Jugendfernsehen vorstellen können. Sie werden am 14. Januar dann im Palast der Republik sein bei Rock für den Frieden und am 19. beim DT-Jugendkonzert. Heute hier in der Hyperschale in Magdeburg aus der BRD. BAP! Das war unser absolutes Durchbruchsjahr. Dann sind wir auf einmal durch die Decke gegangen und dann passierte alles auf einmal. Eben auch die Einladung, eine Tournee zu spielen. Wir waren sehr, sehr beliebt in der DDR und ich glaube, diese Tournee, die hätte 100 Termine haben können, die wären alle ausverkauft gewesen. Und für diese Tournee sollte auch dieser Fernsehauftritt stattfinden, muss man mal ganz klar sagen. 3 Jahre vorher waren wir eine absolut talentfreie Garagenkapelle. Ja? Und auf einmal ging das ab. Die Interviews wurden geprobt. Das hat man bis dahin mit uns noch nicht gemacht, Interviewproben. Und man wollte wohl von mir unbedingt hören, dass SS-20 Friedensraketen sind und Pershings Kriegsraketen. Und das hat man aber nicht hingekriegt. Das war fast Loriot-verdächtig. Also immer wieder dahin dribbeln, dass ich das doch endlich sagen sollte. Und dann habe ich wieder nicht gesagt, okay, dann wieder abgebrochen. Denn war dir logisch, denn dann nenn ich mehr das. Für ja verwehrt dich keiner. Mir bricht der Schweiß bei jedem Wort von der Schuss. Und wenn ihr still sitzt, dann noch. Das war ja dann schließlich im Endeffekt auch das, was in der Sendung dazu geführt hat, dass man diese 3 Playback-Titel hintereinander hat laufen lassen. Und wir standen da auf der Bühne, wie bestellt und ihr abgeholt und haben uns in das Schicksal gefügt. Wir haben einfach diese 3 Nummern geplaybackt und das war's dann. Bei dir Moral ist, das ist für mich dran. Bei dir normal ist, das doch. Ihr Ideale hat er diskret verschlampt. Die Bruchtempo domo. Vielleicht hat man auch ganz gern zu dem Zeitpunkt noch gedacht, okay, die können wir mal schön vor den Karren spannen. Eine kritische Westband, die kann man ja wunderbar auch mal vor den Karren spannen und sagen, wie toll das alles in der DDR ist. Da hatten sie allerdings leider die Rechnung ohne Wirt gemacht. Seht ihr Scheuklappen blind, die da Schlachtkreuzer sind, abgestumpft oder bloß, skrupellos. Nachdem wir wieder zu Hause waren und ich wirklich noch einen ziemlich dicken Hals rumlief, weil ich diesen Umgang mit uns auch wirklich unverschämt fand. Das war natürlich der Grund dafür, dass ich diesen etwas unverschämten Song geschrieben habe. Wir sind alle, zwar schon uns bedroht.
Und wenn man immer ist oder endlich höher, dann wollen wir viere Grenzen los. Bevor wir das erste Konzert im Palast der Republik spielen sollten, haben wir eine kleine Vorbereitungstournee im Westen gemacht. Jedenfalls waren da auch Leute von der Künstleragentur der DDR dabei und die haben auch gehört, dass da ein neuer Song bei war. Und ich dachte schon, ach, scheint ja alles klar zu gehen. Wir haben den Song anscheinend akzeptiert. Das war aber nicht so. An dem Tag, wo wir dann ankamen, hieß es dann, ob sie mal den Text haben könnten von dem Song. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Dieses Stück könnten wir auf keinen Fall spielen. Mühsames und stundenlanges Ringen um einen Kompromiss. Beide Seiten wollen die Tour und das um fast jeden Preis. Mittlerweile finden die Verhandlungen in den Räumen der Künstleragentur der DDR statt. Doch scheint eine Lösung immer unwahrscheinlicher. Ist noch nicht zu Ende geklärt. Alles klar. Wann kommt er wieder hierher? Ja, wahrscheinlich gar nicht. Ja, komm, also wir fahren ins Hotel und die anderen kommen auch gleich ins Hotel. Doch eine halbe Stunde später im Hotel ist klar, dass die Tour endgültig geplatzt ist. Wie ist euch denn jetzt selber zumute? Wir hatten euch gefragt, als ihr hier in die DDR gestartet seid zu eurer Tournee, über die Hoffnungen, aber auch über die Befürchtungen. Wie fühlt euch denn jetzt? Beschissen. Danach war nichts mehr mit großartig. Wir haben sogar Udo die Tour vermasselt, da sind wir nicht stolz drauf. Aber wenn der Udo sich fragt, wieso das in die Hose gegangen ist, das ist schon klar. Weil das wollte man nicht nochmal erleben. Le Pomp, das war ja so ein Zufallsprodukt. Da hat, glaube ich, Regen bei so einer verunglückten Mikrofonprobe gesagt, wir machen wohl jetzt die Atombombe auf Moskau. Er wusste bloß nicht, dass das Mikrofon noch auf war. Aber das hat die ganze Welt so ein bisschen empört. Hey, Mr. President of America. Hey, Mr. President, he is a crazy star. Ich bin verrückt, doch so viel weiß ich noch. Von dieser Erde hier komm ich nicht los. Und wird die Erde an diesem Bombenloch, liegen wir alle tot in seinem Schoß. Und wir sind eigentlich keine rote Sockenband gewesen. Wir haben auch teilweise Probleme gehabt, dass man uns verbieten wollte. Aber diese Einstellung, die war echt gemein. Dann hat man gesagt, da müsst ihr mit zurück von Frieden kommen. Da gab es wieder dann Fraktion, brauchst schon gucken. Nee, das geht nicht. Ne Bomb, das ist nicht der Friedensgedanke, den wir meinen. Hier so mit diesen Englisch und so, ne Bomb, Mr. President und so, so meinen wir das nicht. Nun ist es der Hit des Jahres 1983. Was meinst du, woher kommt dieser große Erfolg? So sehr wie wir uns gefreut haben, dass ne Bomb Hit des Jahres 83 wurde, sind wir sehr traurig darüber, dass die Aktualität dieses Themas noch wichtiger geworden ist. Denn die Pershings sind ja nun leider doch stationiert worden. Ich hatte mich auf die Genossen eingeschossen. Hieß in Klartext, stell nie das System in Frage als solches. Du kannst mal ein bisschen meckern, das habe ich auch gemacht, manchmal hart an der Grenze. Wenn wir ganz ehrlich sind, wir waren doch die Privilegierten der Gesellschaft. Wir haben schöne Westauto gefahren. Unglaublich. Delikat konnten wir uns das leisten. Wir haben gute Gagen gehabt. Natürlich musste ich ab und zu mal zum Kadi, zum Rapport, Ratsbezirkes Rostock. Du. So geht das nicht. Aber sonst
ich habe mich eigentlich, ich sag das so, wohlgefühlt. Rathaus und nicht krumm. Rathaus, komm her drum. Rathaus, nur noch Rathaus. Denn nur Rathaus geht nicht krumm im Kreis herum. Zum ersten Mal im Jugendfernsehen die DDR-Rock-Mädchen-Band Mona Lisa. Heute ist ein verrückter Tag. Schau mich mich im Spiegel an. Wird mir langsam klar. Farben dran. Auf der einen Seite wurden wir natürlich immer belächelt. Auch wenn man es uns nicht gezeigt hat von den Kollegen. Naja, sind ja Mädchen und... Auf der anderen Seite, durch den Exotenbonus, hatten wir sehr viele Konzerte. Heute kommt er zu mir, Wahnsinn! Ich schaff's nicht mehr. Heute kommt er zu mir, Wahnsinn! Ich schaff's nicht mehr. Ich bin klassische Pianistin und in eine Rockband einzusteigen war ein Problem, ist eine andere Stilistik. Ich habe die Songs geschrieben und die Texte, das war ehrlich, da war kein Produzententeam dahinter. Das war also kein Plastikprodukt, das waren wir eben und mehr habe ich damals nicht gebracht. Und zwar aber echt. Und damals zu unserer Zeit, da war das ja so modern mit diesen aufgeplusterten Sofakissen. Also die Frisuren. Also das war schon auch so zu DDR-Zeiten, dass man sich mehr für die Kollegen interessierte, weil wir ja so eine Insel waren und weil wir eingesperrt waren mit unserer Musik. Aber das, dadurch haben wir auch einen eigenen Stil entwickeln können. Das war eben DDR-Rockmusik. Wir waren ja Vorband von Pankow und die waren ja von der Idee her interessant für mich, weil die eben relativ freche Texte hatten. Und was sie also inhaltlich rüberbrachten, war schon recht gewagt zu DDR-Zeiten. Und das bisschen Provokante, das hat mir sehr gefallen. Komm, fass mich an, ich fass dich auch an, wir fassen uns an, wenn du willst. Komm und fass mich an, ich fass dich auch an, wir fassen uns an. Jahren, also die ganze Musikszene wurde bunter, habe ich den Eindruck gehabt, weil es gab ja dann schon die Rock'n'Roll-Bands, Punk-Bands und die alteingesessenen, also ich habe schon eine breite Palette an Rockmusik im weitesten Sinne. Da kamen dann die ganzen neuen Bands zum Beispiel, wie Jessica da und wie sie alle, Keks und Rockhaus. Inka, wo kommst du her? Aus Berlin, aber geboren bin ich in Leipzig. Und du singst? Ja, ich singe. Wie alt bist du? 16.
Gehst du nicht mehr zur Schule? Na, ich habe sie gerade diese Woche fertig, also beendet. Ja, kann man sagen, wie? Mit gut. Herzlichen Glückwunsch. Hast du Geschwister? Ja, zwei. Bist du ein Spielverderber? Nicht, dass ich wüsste. Schon im Buddelkasten war, es wird dir zum Haare raufen. Alles ging nach deinem Kopf, sonst bist du davon gelaufen. In der Klasse neben mir hast du bei mir abgeschrieben. Nur mach ich mal was von dir. Sagtest du gut, besser üben. Na, sowas konnte dich doch kein Mädchen echt verlieben. Spielverderber, Spielverderber, man kann dir mal eine Nase drehen. Spielverderber, Spielverderber, da kannst du keinen Spaß verstehen. Der Gag war im Jahr 1983, dass Jessica auf der Straße, während wir zur Probe wollten, von einem englischen Fernsehteam angesprochen wurde. This could never happen. I do. It's never happened before, no, has it? No, it's never happened before in German television. To you as a band, is it an important step? Ist das wichtig? Yes, of course. Ist für uns eine Chance, weiter bekannt zu werden und schneller vor allen Dingen dorthin zu kommen, wo wir normalerweise als Amateurband hier nicht hinkommen würden. Und dann haben wir die mitgeschleppt in den Probenraum und haben ihnen was vorgespielt. Dann wurde ein Video gedreht. Rapapapam. Und plötzlich hatten wir also eine Produktion, eine Titelproduktion, ein Video fürs englische Fernsehen. Wenn ich mal so dann nach einem großen Traum, in dem die Zeit versinkt, der mir die Ruhe wieder bringt. Die Moderatorin guckte in unsere Klamotten und da hatte mein Gitarrist so eine rote Ledermütze mit dabei. Und da sagte sie, die Mütze trägt der Sänger, wirst du sehen, wird sein Markenzeichen. Ne? Die Mütze aufgesetzt und raus. Hm? Markenzeichen, rote Mütze. Das hat sich natürlich rumgesprochen und dann hieß es plötzlich vom DDR-Fernsehen. Das kann nicht sein, wann strahlen die ihn aus in England? Da müssen wir vorher. So kamen wir überhaupt sozusagen von rechts überholend ins DDR-Fernsehen. Jeden Tag, den du liebst, jede Nacht, die du gibst, jeden Schritt, den du tust, jede Minute, die du ruhst, ich beobachte dich. Doch dein Blick bleibt kalt und leer, als ob ein riesiger Eisblock da wär, mach es mir nicht so schwer. Dreh dich einmal nur um, denn ich lauf hinter dir her und beobachte dich. Da war auf dem Marx-Engels-Platz eine große Rundspezialsendung. Wir hatten als Playback Ich beobachte dich. Jeden Film, den du siehst, ich beobachte dich. Naja, ist ja der Stasi-Song und da auf dem Marx-Engels-Platz, da sind 100.000 Leute, da steht so viel Stasi dabei. Die denken, sie werden verarscht von uns, das geht nicht. Wenn ihr das schafft, macht ein Lied
wo das Wort Sonne drin vorkommt, weil das FDJ-Emblem war die Sonnenstrahlen mal mit drin. Und dann gehe ich hin zum Musikredakteur und sage, das ist ganz politisch und das ist extra gemacht. Dann habe ich gesagt, naja, aber dann alle Bands spielen dann ihre Hits und wir spielen irgendwas völlig Neues, das ist doch blöd. Ja, sagte Lehmberg, da müsst ihr eben mal schreiben, was die Leute beim zweiten Refrain schon mitsingen können. Bring mir die Sonne, bring mir auf Wegen, zeig uns den Weg ins unendliche Leben. Bring mir die Sonne, bring mir auf Wegen, zeig uns den Weg ins unendliche Leben. Bring mir die Sonne, bring mir auf Wegen, zeig uns den Weg ins unendliche Leben. Bring mir die Sonne, bring mir auf Wegen, zeig uns den Weg ins unendliche Leben. Wie sich rumsprach, Jessica ist bei Rund, dann war da auch ein bisschen auch was los. Jessica hatte 15 Fanclubs. Ja, hier ist wieder das Zelt. Die nächsten Interpreten sind auf der Bühne. Tino, kommst du mal zu mir? Tino, was gibt's Neues bei Jessica? Wir haben eine Langspielplatte gemacht, nach 2,5 Jahren Existenz. Haben wir das endlich geschafft. Zurzeit in Geschäften, geht gut? Ja, du bist ja bescheiden. Ich hoffe. Ich für meinen Teil konnte sogar die Moderatoren ganz gut leiden. Ich weiß nicht, wie es meinen Kollegen ging, aber ich konnte die eigentlich leiden, obwohl die so, also Bodo und Heidi immer so ein bisschen FDJ-mäßig steif wirkten und unheimlich angespannt, was sie jetzt alles bringen müssen. Gut, dann hören wir uns das jetzt an. Hier ist also bei uns Jessica. Meine Oma war immer entsetzt, also natürlich begeistert. Der Junge ist im Fernsehen und so, aber der Spruch meiner Oma war immer, Junge, du musst was essen. Geben die euch nicht zu essen? Zerrammelt worden durch die Entscheidung, die sind ein bisschen frech, die müssen wir mal auf den Teppich holen, dann schick doch mal, da waren da noch zwei nicht bei der Armee, schick die doch mal erstmal zur Armee, da kriegen wir erstmal ein bisschen Ruhe. So. Ihr Auftritt heute bei uns ist der vorläufig letzte in dieser Besetzung, denn zwei von den Jungs gehen nächste Woche zur Armee. Das war dann sozusagen das Aus für die Band Jessica. Wir hatten einmal eine Live-Sendung direkt aus Moskau, rund aus Moskau. Was uns nicht klar war, oder was wir erst kurz vor der Sendung bemerkten, die Freunde vom sowjetischen Fernsehen hatten nicht, es ist wirklich so gewesen, hatten nicht realisiert, dass wir live senden. Und als kurz vor der Sendung ein Kollege vom sowjetischen Fernsehen fragte, wann wir die ausstrahlen, war ich doch etwas irritiert. Und dann kam mein damaliger Produktionsleiter aufgeregt, schreiend. Da gucke ich so aus dem Fenster. Und da sehe ich, wie unten ein Techniker vom sowjetischen Ü-Wagen so ein Kabel in der Hand hält. Und das sind so 5 Abgänge. Und er mit dem Messer machte also den Schutzleiter weg, steckte die Kabel im Ü-Wagen in eine vorgesehene Dose oder Klappen, wo die dann also so... Und plötzlich hörte ich nur am Telefon aus Berlin, jetzt haben wir Bild und Ton! Дорогие телезрители в ГДР, дорогие гости, здесь в зале в Москве... Unten saßen viele adrett gekleidete Herrschaften, naja, Moskauer. Ich sage, die verstehen doch kein Wort. Und dadurch passierte dann Folgendes, dass wir, schrecklich, es nahm kein Ende, dass wir in beiden Sprachen, also wir sagten dann erst guten Tag und dann ging es nochmal in Russisch los. Dann haben wir die ganze Litanei nochmal in Russisch und dadurch waren die Ansagen so.
Wir begrüßen jetzt bei uns das Mitglied des Zentralrates der Freien Deutschen Jugend, Eva-Maria Pickert. Moje privet svojom člena Zentralnava Sovjeta SSNM, pevicu Jevu Mariju Pickert, a na namens pajot pjesnu o Hasan Indien Mira na zemlje. Ich glaube, die Zuschauer im Saal waren die besten Komsomolzen aus ganz Moskau. Und die hatten ja nun wiederum sowas wie wir auf der Bühne hatten, noch Jessica oder die Pudis mit langen Haaren. Sowas hatten die damals überhaupt noch nicht gesehen. Das war für die eine, also geradezu ein Rockkonzert. Ich wach mit dir auf und zum tausendsten Mal. Meist lieb ich dich stark, wirst mir selten zur Qual. Immer fragst du aufs Neue. Wie viel Wünsche ich weiß. Bring mir die Sonne, bring mir auch Regen. Die Pudis, mit denen wir uns immer wirklich gut verstanden haben, waren immer damit beschäftigt, zu überlegen, wo ihr Bassist ist. Weil Harry Jeske in Moskau unterwegs war und Dinge einkaufte, zum Beispiel Ölradiatoren, die man in der DDR nicht bekommen konnte. Und dann, Harry Jeske war ja immer gut für Business, Geschäft. Bei der ersten Probe kein Harry kommt. Ich habe immer einen Dummy für Harry und dann, wenn es soweit war, Harry stand dann an seinem Bass, ordentlich, seinem Angela Davis Look. Dann gab es noch einen Chor, der mit war, Wernigerode Chor. Das waren natürlich ein Haufen Mädchen in unserem Fanalter, die sich bald nicht mehr einkriechten und die ganze Nacht durch die Hotelflure sprangen und kickten, ob wir irgendwo eine Party machen würden. Eine Situation würde ich noch schildern, die war für mich ein Albtraum. Es gab natürlich Interviewpartner dann vom Komsomol. Vielen Dank. Vielen Dank. Es kamen 15 Helden der Sowjetunion und bekamen über meinen Ohrwurm aus der Regie herzlichen Glückwunsch. Zu jedem ein kurzes Wort. Du hast 5 Minuten Zeit. Das war die schwierigste Sendung meines Lebens eigentlich. Alexander Schwindermann ist der Mann, der 1945 bei der Siegesparade, über die wir schon gesprochen haben, zusammen mit seinen Genossen vom Militärorchester die Querflöte gespielt hat. Und wir haben ihn gebeten, dass er uns hier heute in unserer Sendung direkt aus Moskau noch einmal ein Stück spielt. Ich stand dann draußen und da kam ein alter Veteran, sicherlich auch des Zweiten Weltkriegs. Das Alter hatte er auf jeden Fall und sagte zu mir: Knut, was ist? Warum mein Hitlers Geburtstag? Es war der 20. April. Da war ich natürlich, ich habe es gewusst, dass der Sendetermin ist, aber für ihn war das eben ein Problem. Musik.
Ihr werdet heute die Heidi an meiner Seite vermissen. Die Heidi ist leider krank. Sie liegt im Krankenhaus. Wir möchten Sie aber ganz herzlich von dieser Stelle grüßen. Wir wünschen ihr gute Besserung und Heidi, wir drücken dir die Daumen, dass du recht bald wieder gesund bist. Ihr ist unglücklicherweise ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen. So, und die kam nur irgendwie ins Krankenhaus. Und dann wurde ich angerufen, ob ich die Moderation für Rund übernehmen kann. Wie ihr wisst, haben wir ja noch eine Sendung im zweiten Programm, den Jugendclub. Und ich habe mir meine Kollegen eingeladen, die Elke und den Alex. Und sie werden mich heute bei dieser Sendung unterstützen. Herzlich willkommen. Ja. Was haben wir in den nächsten 90 Minuten vor? Eine Sache war, dass dort, ich glaube, zum ersten Mal Wolfgang Lippert aufgetreten ist. Und in meiner Erinnerung sitzt er in einem Strandkorb. Von armenischen Rhythmen jetzt zum Schweriner Strandkorb-Gast Wolfgang Lippert. Lippi, ich versuche mal zu erklären, wer du bist in Kürze. Mhm. Du hast die Musikschule absolviert, Spezialfach Gesang und Klavier. Dann hast du als Solist gesungen bei Horst Krüger. Und außerdem moderierst du eine Veranstaltungsreihe im Palast der Republik, also im Jugendtreff Talentebox. Ja, ja, das war's in Kürze. Stimmt das alles? Alles das stimmt. Hab ich dich etwa nicht verwöhnt? Dir sonntags früh das Haar geföhnt und dich mit Haut mit eingeschmiert, dir Zucker in den Tee gerührt. Und wenn es Winter war und kalt, für dich den Ofen vollgeknallt. Auf einmal schmeißt du alles hin, nur weil ich fremd gegangen bin. Baby, was fällt dir ein? Wie kannst du so herzlos sein? Das ist gemein. Wenn man am Sonnabend bei Rund im Fernsehen zu sehen war, dann hatte man in der Woche da drauf größere Chancen, die Fernsehzeitung unterm Ladentisch zu kriegen. Jedes Jahr am 7. Oktober sind Sie unsere Gäste. Wir freuen uns sehr darüber und sind über diese gute Tradition auch sehr stolz. Deshalb heute ein herzliches Willkommen dem Berliner Oktoberclub. Auf einer Bahnstation, 1000 Meilen hinter Brest. Unser Zug hielt kurz, da sahen wir die zwei stehen. Einen Mann mit seinem Sohn, dessen Haar war kurz geschoren. Und da ahnten wir, wohin sein Sohn sollt gehen. Am Anfang war wirklich so, dass da eine große Kreativität war, die vielseitig war und wo sozusagen die lenkende Hand von oben irgendwie nicht wirklich spürbar war. Es ziehen die Söhne los, sind noch nicht mal richtig groß, sind lange nach dem letzten Krieg geboren. Doch der Mann weiß sich schön auf, wie das Brot ist, wie es rockt. Vielleicht hat er seinen Vater da verloren. Ich erinnere mich an eine Diskussion um das Lied Kein schöner Land in dieser Zeit, wo eine Schlusszeile heißt, und Frieden schaffen bis ohne Waffen das Erdenrund. Und da wurde mir eben gesagt, nein, du musst Ding bis ohne NATO-Waffen. Irgendwann hat jeder Angst, aber der Mut ist die Praxis der Hoffnung. Soll er in warme Schenkel flüchten, in Schnaps ersäufen, seine Feingebete an den Himmel richten, dabei von stiller Demut. Kleiderordnung gab es manchmal bei offiziellen Auftritten natürlich da ein Blauhemd anziehen. Also das war dann geboten und da konnte man dann zwar, einige durften was drüber ziehen, andere mussten blank blau. Und zum Schluss ist immer mehr der Anteil Blauhemd immer größer. Das war dann sozusagen gefordert. Dann gab es ein Lied, was der Club gesungen hat, und da konnte ich wirklich nicht mehr. Meine Freundin, die K.K. Kalaschnikow. Und also wer so ein Lied singt, da habe ich zwar nicht mitgesungen, aber das war egal. Es war meine Gruppe, die das gesungen hat, und da habe ich mich für geschämt. Und ich habe ja dann auch aufgehört, 1984 habe ich aufgehört im Oktoberclub. Unsere nächste Interpretin gibt heute hier ihr Fernsehdebüt. Herzlich willkommen. Entschuldigung, Petra Zieger. You say everything's alright.
Petra Zieger trat oft auf, oder am Anfang, die schnitt sich die Handschuhspitzen ab. Ja, oh mein Gott, kein Problem, war ein Skandal. So kann man nicht auftreten. Dann haben wir Petra Zieger geraten, nimm die Hand am Anfang nach hinten und irgendwann kommt sie wieder raus. Wir sind wie Königskinder auf allen Straßen, was sie fühlen, zeigen sie. Und wenn sie sich zärtlich irgendwie umfassen, sind ihre Blicke stolz wie nie. Veranstaltungen wurden ja alle von der FDJ, viele Veranstaltungen von der FDJ organisiert. Und selbst die Bands, die heute meinen, sie haben da nicht gespielt, die haben da auch gespielt. Heimlich. Oder unheimlich. Guten Tag, meine lieben Zuschauer. In unserem ersten Programm läuft zurzeit die Originalsendung rund. Bereits in den Tagen vorher hatten Redaktion und Pudis die Zuschauer aufgefordert, den Hit dieser Band für die Sendung selbst zu bestimmen. Folgende Titel waren im Angebot: Rock and Roll ist mein Begleiter, das Buch, Show, Hiroshima, Schlaf mit mir. Liebe Zuschauer, bitte nicht mehr anrufen, denn die Würfel sind bereits gefallen. Ja, und gewonnen hat Schlaf mit mir. Grund waren natürlich sehr viel zwischen den einzelnen Musiktiteln immer sehr irgendwelche, sagen wir mal, politisch angehauchten Einspiele oder irgendwelche Interviews auf dem Maisfeld und so und wie Mamlakat nach Hankopper den Tee pflückt und so. Wir haben einen Abstecher unternommen, sind unterwegs gewesen in Sachen FDJ-Initiative Tierproduktion, um von jungen Leuten zu erfahren, warum sie verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen. Da ist zuerst Sandhagen, ungefähr 3/4 Stunden mit dem Überlandbus von Neubrandenburg. Bekannt durch die LPG Tierproduktion Clara Zetkin. Eine LPG, die seit Jahr und Tag vorbildlich arbeitet. Wollten wir alle Auszeichnungen aufzählen, reichte die Zeit nicht. Also lassen wir es lieber. Das haben wir uns ja gar nicht angeguckt. Wir haben ja immer hinter der Garderobe oder in der Kantine dann gesessen. Wir sind nur rausgegangen, wenn wir dran waren. Im Grunde war rund so der Schlüssel zur Öffnung jugendlicher Musikrichtung. Ja, was sagst du dazu? Ja. Also so hat man die Eindruck gehabt. Also wir hatten ja dann seit 73, vorher waren wir ja im Underground, da war ja, konnte dich ja der Hausmeister irgendwie verbieten, wenn er wollte. Und da hatte man das Gefühl, das öffnet sich irgendwie. Ein Baum möchte ich werden, genau wie der Dichter es beschreibt. Alt wie ein Baum mit einer Krone, die weit, 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 ein Baum, der alle Jahre
gab in der DDR bestimmte Tabus, die alle einhalten mussten. Wie gesagt, über die Mauern Text zu machen war nicht so, nicht unbedingt möglich. Und die das gemacht haben, die sind dann irgendwie rausgeflogen oder hatten Probleme, sie gerämpft. Peter, komm her zu uns in die Mitte. Peter, ihr wart bei der ersten Sendung mit dabei, seid heute bei der 100. mit dabei. Sag mal, werdet ihr uns dann auch weiterhin treu bleiben? Wenn du willst. Da wir ja nur 40 Mal da aufgetreten sind, da schon daran sieht man und auch andere viele Ostbands da aufgetreten sind, war das schon eine Plattform, eine sehr günstige Plattform für die Rockbands und für die Entwicklung der Rockmusik im Osten. Wir wollen ein Tor, schafft den anderen Spieler her. Fußball ist doch nicht so schwer, von unserem Star verlangen wir mehr. Tatsache hat sich unsere Popularität durch Fernsehauftritte auch bei Rund in der DDR multipliziert. Und so häufig, wie die Leute gesagt haben, sie gucken kein Ostfernsehen, genauso häufig haben sie es aber geguckt. Westen waren und im Westfernsehen gewesen sind, dann hat sich Rund regelrecht auch ein bisschen, vielleicht hatten sie sogar einen Auftrag, die müssen mal wieder ins DDR-Fernsehen. Nicht, dass die DDR-Bürger denken, das sind Westkünstler. Und das betraf jetzt nicht nur uns, es betraf also auch Leute wie Veronika Fischer oder die Pudis. Die wurden dann mal schnell wieder durch DDR-Fernsehen gepeitscht. Geschichte, die spielte sich in Hannover ab. Wir haben in einer Halle gespielt und nebenan war Aerosmith mit, weiß ich was, 10.000 Leuten. Und es war ein unwahrscheinliches Parkplatzgedränge. Wir hatten Soundcheck gemacht, ich bin zum Hotel gefahren zurück und stelle jetzt fest, oh war ja, im Grunde haben wir keinen Parkplatz. Bin rumgekurvt, habe gerade irgendwie so noch eine Lücke gesehen und ich bin reingefahren und von der anderen Seite, ich sag mal, ein zerbeulter Mercedes mit richtig wuchtigen, ich sag mal, Hardrock-Kandidaten. Ich hatte keine Chance, bin drin und bin ausgestiegen und habe gedacht, jetzt gibt es fürchterlichen Ärger. Und dann standen die Typen auf, sind rausgekommen und der eine sagt, sag mal, Alter, du bist doch der aus dem Ostfernsehen. Und der war eigentlich plötzlich befreit. Und dann gesagt, ja, klar. Ja, dann bleib mal stehen. Gab es ja auch eine Öffnung nach außen. Es kamen viele Westkünstler auch zu Live-Konzerten in unser Land. Und wir selbst waren auch viel draußen. Also die 80er Jahre waren viel, viel lockerer. Da sind dann Musiker von der Rundsendung mitgekommen zu einem Live-Auftritt, den wir dann nach der Rundsendung abends in Leipzig im Eiskeller hatten. Peter Cornelius aus Österreich, der war so heiß und auch ganz froh gelaunt und sagte, Mensch, wenn ihr heute Abend spielt, da würde ich gerne mitkommen. Ich hab Nächte an den Schafen, nur wenn
hatten es auch ziemlich geheim gehalten, dass die mitkommen, weil die waren ja dann in den Interhotels untergebracht und ich glaube nicht, dass es unheimlich gern gesehen war, dass sie mit in die Live-Szene gegangen sind, aber es ist uns gelungen, die sind nachgekommen. Wir hatten einen Techniker bei ihnen gelassen und die haben den Weg gezeigt und dann sind die mit einem PKW nachgekommen und so war es also möglich, dass wir live zusammen spielen konnten. War ein super Abend. Wer hat Lust, sein Haus zu schonen und als Leiche drin zu wohnen? Wer hört nur weiter schön Musik und mische sich nicht in die Politik? Der 80er Jahre, wo auch zum Beispiel an Texten rumkritisiert worden ist, wo Textzeilen geändert werden mussten, damit man die Fernsehsendung mitmachen kann, dann ist uns auch bewusst geworden, dass wir natürlich ein Bindeglied zwischen Politik und Kunst sind. Die Gruppe Karussell, keiner will sterben. Wolf Rüdiger, vor einigen Tagen seid ihr zurückgekommen aus der Sowjetunion. Mit was für Eindrücken? Die sowjetischen jungen Leute entwickeln unheimlich starkes Engagement im Kampf für die Erhaltung des Friedens. Das haben wir in unseren Konzerten ganz deutlich gespürt, besonders eben bei unserem Friedenslied, was wir dort haben wörtlich übersetzen lassen. Wir haben ja diesen großen Hit in den 80er Jahren gehabt, wie ein Fischlein unterm Eis. Und die Textzeile hieß, wenn der Lehrer und der Pastor sich um mich reißen und dabei nicht ruhen. Und dieser Konflikt zwischen Staat und Kirche in dieser Zeile sollte eher nicht transportiert werden oder offengelegt werden, sondern es hieß dann in der veränderten Aufnahme, wenn der Lehrer und der Vater sich um mich reißen und dabei nicht ruhen. Den Kompromiss haben wir gemacht, weil es gab viele Texte, die überhaupt nicht popularisiert worden sind, im Rundfunk und im Fernsehen auf Platte eine Chance hatten, aber in die Medien nicht reingekommen sind. Und man konnte auch nicht nur alles zurückhalten, wir wollten ja uns auch mitteilen. Ihre Lippen sind geschminkt, jeder Blick ist einstudiert, wie die großen Schwestern wollen sie aussehen. Und sie üben stundenlang diesen Stolz in ihrem Gang, wenn sie nach der Schule. Aber ich glaube, dass Rund uns auch sehr geprägt hat. Und ich sage es mal so, es war nicht alles schlecht. Das ist dieser Satz, den jetzt jeder mal irgendwann benutzt. Ich sage, damals war auch vieles schön. Diese Umwandlung dieser Musiksendung in eine politische Sendung war für mich nicht mehr spaßig. Deshalb bin ich ja da auch weg vom Jugendfernsehen. Wir waren wirklich ziemlich im Tunnelblick auf unseren Auftritt fokussiert. Und Dinge drumherum haben wir außer noch die anderen Musik-Acts kaum wahrgenommen. Wir haben uns zwar schweren Herzens von Rund verabschiedet, aber ich glaube, es war auch an der Zeit, diese Sendung dann endlich zu beenden und wieder was Neues zu machen. Ich war von Anfang an dabei bis fast zum Ende, bevor ich in der gleichen Weise zu 1199 delegiert wurde, 1989.